Ich habe mir gerade beim Jäger Rehfleisch für den ersten Weihnachtsfeiertag geholt. Ja, ist ein schönes Stückchen. Jetzt laufe ich halt heim. Ja, Leute, das mit der Impfpflicht, die kommt, wo man oft sagt, ich lasse mich nicht impfen. Mit der Umstand von Bayerisch auf normal. Ich lasse mich nicht impfen. Das ist leicht gesagt. Es ist schwierig, wieder vom Bayerischen wegzukommen. Wenn der Gesprächspartner spricht, der Jäger, Bayerisch redet. Warum ist das leicht gesagt? Die meisten machen sich da keine großen Gedanken drum, wie es denn weitergeht, wenn sie sich nicht impfen lassen. Ich bin ja auch nicht einer, weil ich bin ja auch keiner, der sich impfen lassen wird. Aber das muss man, da muss man dann schon entsprechend durchdenken. Das ist ein bisschen Weiterspinner bei mir im Betrieb. Ich arbeite im Krankenhaus, zwar in der Verwaltung, aber auch im Krankenhaus. Nach der neuen Regelung habe ich dann ja auch 2G, also Impfpflicht. Das kommt eben nur aus, weil ich Homeoffice habe und dann halt sage, naja, ich lasse mich nicht, dann arbeite ich daheim. So, das geht ja noch. Aber was machen die Pfleger, die jetzt halt sagen, wir lassen sie nicht impfen? Das sind nicht gerade wegen. Komm aus den Bayern schon wieder raus. Das sind ja gerade wenig. Aber ich fürchte, davon werden einige dann doch sich impfen lassen. Warum? Die zahlen alle Miete. Ich kenne viele Ehepaare, die Pfleger sind, die da beide aufhören. Dann wird es finanziell schon sehr knapp. Selbst wenn sie von vom Arbeitsamt dann ALG 1 kriegen, also normales Arbeitslosengeld, dann kriegst du das nicht sofort. Wir haben jetzt bei uns jemand nur im Haushalt, der hat schon im August ihr Arbeitslosengeld beantragt und hat es jetzt Mitte Dezember immer noch nicht. Also da muss man dann schon 2-3 Monate auskommen mit nichts, was ja kaum möglich ist. In Rendsburg, da zahlt man eine ganze Menge Geld. Für so eine Wohnung, wenn man noch 2-3 Kinder hat, dann verschlingt es also mindestens ein Grundeinkommen von einer arbeitenden Person auf alle Fälle komplett. Ja, das liebe Geld, das wird das sein, was die meisten dazu bewegen wird, vielleicht doch sich impfen zu lassen. Oder wenigstens einer der beiden Mitarbeiter arbeiten kann und die Familie wenigstens einigermaßen klarkommt. Man hat ja auch noch sonstige Verbindlichkeiten. Auto muss man zahlen, nicht nur das Benzin. Versicherung, Miete, Telefon, Fernsehen, Heizung. Da kommt eine Menge drauf einen zu im Monat. Und wenn man es genau durchdenkt und sagt, wir hören beide auf, dann sitzt man irgendwann draußen bei der Mieter, bei der Vermieter, der lasst sich das vielleicht 2-3 Monate gefallen. Und dann kommt er auch mit der Räumungsklage. Klar, auch die kann man rausziehen, aber auch nicht ewig lang. Fakt ist, es wird schwierig. Wenn man dann nichts mehr zum Beißen im Kühlschrank hat, weil man sich vorher keine Vorräte angelegt hat. Klar, wenn man, so wie ich jetzt, Preppe ist und genug Vorräte hat, dann kommt man schon ein paar Monate hin. Wenn man das nicht hat, ist es schwierig. Kommt dann wirklich 2G auch noch? Bei den, ja, bei den Mitteln des täglichen Bedarfs, dann wird es sowieso schwierig. Ich sage es mal jetzt auch wahrscheinlich gefährlich werden auf der Straße, weil die Unruhen beginnen ja jetzt schon auf den Demos. Dann darf ich da lieber schauen, dass ich nicht unbedingt nachts draußen bin oder abends. Dann wird es so ablaufen, man kriegt eine Aufforderung, dass man sich impfen lassen soll. Erst stehe ich relativ formlos, so wie ich annehme. Da wird dann noch nicht viel passieren. Da wird die zweite kommen, die wird schon formell sein. Also formell mit Termin und allem drum und dran und mit der Androhung einer Strafzahlung. Ich habe ein Ticket. Und die kann dann schon 3.500 Euro oder vielleicht sogar mehr betragen. Sagt man, naja, gut, 3.500 Euro, die haben wir ja. Drei pro Person. Und dabei wird jetzt wahrscheinlich nicht bleiben. Dann wird man wieder eingeladen werden
und da wird die Strafe höher. Irgendwann ist man finanziell am Ende. Das ist dann wirklich ein Impfzwang, weil man dann einfach euch vom Leben abschneidet. Es gibt ja Leute bei den Preppern, die sagen, dann gehen wir raus in die Natur, wir machen Backout. Aber wie lange könnt ihr das aushalten? Ah, schon wieder im Bayerischen drin, Mist. So, wie lange hält man das aus? Ich sage einmal, kein halbes Jahr. Vor allem nicht in der schlechten Jahreszeit. Jetzt im Winter ist draußen nicht gemütlich. Ja, und dann kommt noch natürlich der gesellschaftliche Druck. Ich habe jetzt gesehen, mein Hausarzt hat bei mir schon reingeschrieben, war nicht Impfverweigerer, aber Impfskeptiker, hat ein Kreuzchen gemacht. Also ich werde als Hausärzte schon einklassifiziert. Und euch klassifizieren aber auch alle anderen ein, weil die Menschen das blöd sind, auf Deutsch, dass sie sich gescheit informieren. Und auch einmal zum Beispiel die Autopsieberichte, die ich auf Rambl habe, veröffentlicht habe, sich mal anschauen und schauen, was die Impfung denn mit ihnen macht. Die ganzen Nebenwirkungen werden eh verschwiegen. Bei den Fußballprofis gab es eine Menge um 500% mehr Herzinfarkte auf dem Spielfeld, aber auch bei den Trainern, bei den Schiedsrichtern. Ein paar sind tödlich verlaufen, aber das hat natürlich nichts mit der Impfung zu tun, ist klar. Kinderärzte warnen ja, einer von 5000 kriegt eine sogenannte Herzmuskelentzündung oder was noch schlimmer ist, der Sinusknoten im Herzen wird korrumpiert und dann ja, Sekundentod, ihr fallt tot vom Rad oder tot um den Bus, wo auch immer ihr seid. Dann ist vor kurzem berichtet worden, in Deutschland gibt es mittlerweile 1240 Impftote, das sind die offiziellen Impftoten. Ich sage euch, da sind viel mehr dabei, die eben nicht ausschauen wie nach der Impfung. Ich habe so einen bekannten Fall ja auch. 5 Tage nach der Covid-Impfung, nach der zweiten Schlaganfall. Der wird es nie wieder zurückschaffen in die Arbeit. Da denkt aber auch keiner der Angehörigen darüber nach, da irgendjemand zur Regress zu ziehen. Es wird alles unter den Tisch gekehrt. Da wird keiner sagen, das kommt von der Impfung, du hast. Das ist höchst unwahrscheinlich und vor Gericht wird man da auch keine Chance haben. So sehe ich das. Ja, die Impfung verweigern. Wenn mal sowas kommt, so schreiben, dass man sich impfen lassen muss, dann so schnell wie es geht einen Widerspruch einlegen. Darauf achten, dass der rechtskonform ist. Damit kann man es rausziehen. Bis zu 3 Jahre kann man sowas dann rausziehen. Verwaltungsgericht, oberstes Verwaltungsgericht, Verfassungsgericht. Wenn da so viele klagen, da haben die Gerichte noch mehr überlassen, als sie eh schon sind, dann ist die Chance, dass man dem auskommt, vielleicht sehr groß. Für die Krankenhäuser und für die Pflegeheime gilt jetzt die Impfpflicht ja ab 15. März 2022. Da ist noch ein bisschen hin. Und sie endet dann am 31.12.2022. Jetzt, wo die Zahlen sinken, vielleicht erleben wir das gar nicht mehr, dass die Pflicht wirklich sich durchsetzt. Aber rechnen darf ich schon damit. Als Impfskeptiker, so bezeichne ich mich eher, steht man ziemlich auf verlorenen Posten. Warum? Weil die meisten Leute sich nur das Öffentlich-Rechtliche anschauen. Und da heißt es in jeder Sendung, impfen ist doch cool. Es ist asozial, wenn man sich nicht impfen lässt. Man wird abgestempelt. Also es ist ja nicht nur der finanzielle Druck, der aufkommt, sondern auch der Druck von außen. Und da kommt noch dazu, man wird vom Leben ausgeschlossen. Man darf ja nirgends mehr nee. Ja, Leute. Das ist echt schwierig. Gut, ich bin jetzt keiner, der unbedingt irgendwo nee muss. Theater oder Kino oder in einer Westbad oder in einer Andersbad. Dafür gibt es an der Donau und an der Naab eine Menge Bäder im Freien, wo man einmal schwimmen kann. Und Filme kann man daheim auf Netflix genauso gut anschauen.
Theater. Gut, meine Frau ist gerne ins Theater gegangen. Geht dann halt nicht, weil man muss Abstriche machen. Die Frage ist, wir sind schon relativ älter, an die 60. Die jungen Leute, die wollen natürlich auch noch was vom Leben haben. Und dann werden sie viele von denen impfen lassen, damit sie eben wieder eine Normalität haben. Ein normales Leben und alles machen dürfen. Wo es hingeht, wissen wir allerdings. Jetzt könnte man alles vollständig geimpft, nur noch wenn man die dritte Impfung hat. Und die anderen werden irgendwann auch als ungeimpft gelten. Und wer weiß, in 2-3 Monaten reden wir dann vielleicht von der Omikron-Impfung. Da hat der BioNTech schon gesagt, es ist ein 3-Phasen-Impfstoff. Also nochmal 3 Impfungen für Omikron. Das heißt dann 6 Impfungen bis Mitte nächsten Jahres. Naja, viel Spaß. Ja, noch ein kleiner Nachtrag. Die Strafzahlungen, ich weiß nicht, ob das dann Strafbefehle sind oder ob es Ordnungswidrigkeiten sind. Wenn man die nicht zahlt, dann kann man in sogenannte Beugehaft kommen. Es sind maximal 60 Tage am Stück. Allerdings kann es dann bei einer neuen Forderung wieder auf 60 Tage rauslaufen. Ich weiß nicht, ob ihr so erpicht drauf seid, 60 Tage oder mehr im Gefängnis zu verbringen. Ich bin's nicht. Ich werde auf jeden Fall Widerspruch einlegen und werde das so lang wie es geht rausziehen. Wenn es dann gar nicht mehr geht, das sage ich auch offen und ehrlich, das hat nichts damit zu tun, dass ich da am Schluss sage, es geht nicht mehr. Aber bevor die ganze Familie drauf geht, dann soll es wenigstens einer impfen lassen und vorher seine Finanzen so schnell und so gut regeln, dass man den bei den anderen nichts mehr holen kann. Also auf Deutsch, wenn man ein Haus hat, auf die Person schreiben, die sich impfen lässt, von dann können sie wenigstens nicht an die Gebäude ran, an die Substanz ran. Und wer zurzeit sein Geld auf der Bank jast, ja, der hat eigentlich ganz drüber nachgedacht. Am besten zu Hause, am besten so, dass es nicht so schnell gefunden wird. Mehr als die Verbindlichkeiten, die man so hat im Monat, also Mietzahlung, sonstige Unkosten, sollte man eigentlich gar nicht am Konto lassen. Zinsen gibt es eh keine mehr. Und wenn die Banken mal wirklich zumachen, ja, dann ist man versichert mit bis zu 100.000 Euro, stimmt schon. Aber bis dieses Thema dann geregelt ist, habt ihr erstmal keinen Zugriff auf euer Geld. Und das kann auch Wochen, wenn nicht sogar Monate dauern. Die planen ja nicht umsonst, die Währung auf digitale Währung umzustellen. Da ist man noch schneller dran. Man kann euch noch schneller das Geld unterm Arsch wegpfänden. Man hat euch mehr unter Kontrolle. Schaut euch die Videos von China an, bis da läuft. Dann wisst ihr, was ihr meint. So, dann sage ich erstmal für euch. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass ich dann vom Bayerischen wieder weg bin. Wie gesagt, wenn ich mich da stundenlang mit einem Menschen aus Niederbayern unterhalte, dann rutsche ich halt für längere Zeit ins Bayerische ab. Ansonsten versuche ich möglichst Hochdeutsch zu reden, damit mir dann auch jeder verstehen kann.